Du bist dir unsicher, ob du dir einen Bart wachsen lassen möchtest oder nicht? Spätestens nach diesem Video hast du gute Gründe, dir ein bisschen mehr Haare im Gesicht stehen zu lassen. Ich persönlich habe auch hin und her überlegt. An manchen Tagen habe ich gedacht, yo, ein Bart passt auf jeden Fall richtig krass zu mir. Und an manchen Tagen war ich dann so, ich weiß nicht, soll ich mir den wirklich wachsen lassen und wie sieht es eigentlich mit der Bartpflege aus? Wie ihr sehen könnt, am Ende des Tages ist der Bart stehen geblieben und das hatte tatsächlich gute Gründe. Grund Nummer 1, die Frauen stehen drauf. Die University of Queensland hat in einer Studie nachgewiesen, dass die Frauen der Schöpfung Männer mit Bärten wesentlich anziehender und attraktiver finden als Männer ohne Bärte. Ja, Leute, ich weiß, die Frauen ticken da manchmal unterschiedlich, aber das hat die Studie bewiesen. Bei der Studie wurden nämlich über 8000 heterosexuelle Frauen befragt und ich meine, das sagt schon einiges aus. Du musst dir ja auch nicht direkt ein Vollbart stehen lassen, so wie ich. Ein 3-Tage-Bart ist natürlich auch schon ein Bart. Und wenn dann eine Frau sagt, ein Mann ohne Bart ist wie ein Brot ohne Kruste, ja, da hat sie möglicherweise dann schon irgendwie recht. Grund Nummer 2, es wirkt einfach männlicher. Müssen wir darüber sprechen? Ich glaube eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich hier mal ein paar prominente Beispiele rausgesucht, mit und ohne Bart. Und wenn man sich diese Beispiele anschaut, ich denke mal, dann wird zweifelsfrei klar, dass Männer mit Bart deutlicher maskuliner wirken als Männer ohne Bart. In manchen Kulturen sagt man sogar, umso länger der Bart, desto länger... Ihr wisst schon, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber Leute, ich denke mal, die Bilder sagen hier an dieser Stelle mehr als Worte. Grund Nummer 3, sich einen Bart wachsen zu lassen, ist, dass ein Bart die Gesichtsform ausgleicht. Das möchte ich dir an dieser Stelle einfach mal kurz erklären. Die optimale Gesichtsform ist eine ovale Gesichtsform und man versucht immer, sich dieser ovalen Gesichtsform irgendwie anzunähern. Zum Beispiel mit Frisur, Bart oder was auch immer. Wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr rundes Gesicht hast und dir ein wenig Bart stehen lässt, dann kannst du einfach dein Gesicht etwas in die Länge ziehen und kommst der ovalen Gesichtsform einfach ein bisschen näher. Das gleiche gilt auch für ein kantiges Gesicht. Wenn du zum Beispiel ein sehr kantiges Gesicht hast und dir einfach so einen leichten 3, 4, 5 Tage Bart stehen lässt, dann wirkt dein Gesicht einfach wesentlich weicher. Grund Nummer 4, du bist wesentlich flexibler, was das Thema Bart und Frisuren angeht. Manche Frisuren sehen nämlich mit Bart wesentlich besser aus als ohne Bart. Das ist auch logisch, ja, wenn man zum Beispiel jetzt an den klassischen Taper Fade denkt, wo der Bart zum Deckhaar so übergeht, ja, wo einfach ein Übergang zwischen dem Deckhaar und dem Barthaar ist. Und sowas wirkt natürlich ganz anders, als wenn du kein Bart hast. Und darüber sollte man sich auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken machen, wenn man sich zum Beispiel eine neue Frisur auswählt. Denn manche Frisuren wirken tatsächlich wesentlich männlicher, wenn du einen starken und stabilen Bartwuchs hast. Um einen starken und stabilen Bartwuchs zu erhalten, empfehle ich dir, regelmäßig einen Bartroller zu verwenden, um einfach deine Bartfollikel zu stimulieren und anzuregen, damit du einen richtig guten, stabilen Bart bekommst. Wenn du dir mit dem Bartroller über deinen Bart fährst, dann verursacht der Bartroller so kleine Mikroverletzungen auf der Haut, die wiederum für die Kollagenproduktion verantwortlich sind und die wiederum ist verantwortlich für dein Bartwachstum. Also regelmäßig Bartroller verwenden. Ich packe ihn dir unten in die Infobox rein. Dann bist du auf jeden Fall wesentlich flexibler, was das Thema Frisur in Kombination mit Bart angeht. Grund Nummer 5, du sparst Zeit. Logisch. Wenn du dich nämlich normalerweise jeden Morgen schön nass rasierst und dafür viel Zeit in Anspruch nimmst, dann hast du jetzt natürlich wesentlich mehr Zeit, wenn du den Bart wachsen lässt, weil du rasierst dich natürlich nicht mehr. Und jetzt pass auf, Leute. Der Dermatologe Dr. Herbert Meskin der Boston University School of Medicine hat Folgendes errechnet, dass ein Mann, der sich ab dem 15. Lebensjahr rasiert und dessen Bart mit ungefähr 1,3 cm pro Monat wächst, ungefähr 139 Tage, das bedeutet 3350 Stunden, mit Rasieren beschäftigt ist. Um das runterzubrechen, das entspricht ca. 10 Minuten pro Tag. Und wenn man das zum Beispiel mit dem Einkauf der Produkte und mit der Vorbereitung und Nachbereitung noch mit einberechnet, ich denke mal, dann ist das auf jeden Fall sehr realistisch. Dein Bart muss natürlich auch gepflegt werden und das braucht natürlich auch viel Zeit und vor allem natürlich auch viel Liebe. Aber im Gegensatz zur Rasur bist du da auf jeden Fall wesentlich besser bedient. Grund Nummer 6, du kannst mit einem Bart Hautunreinheiten kaschieren. Das war vor allen Dingen für mich einer der Hauptgründe, warum ich halt mich nie glatt rasiere und warum ich mir halt immer, zumindest bevor ich einen Vollbart hatte, mir immer einen 3-Tage-Bart habe stehen lassen. Denn ich hatte gerade in meiner Jugend super viel zu kämpfen mit Pickeln und Akne und unreiner Haut. Und da war es für mich eigentlich ein Jackpot, als der Bartwuchs dann richtig eingesetzt hatte und ich dann halt einen Bart stehen lassen konnte, weil ich halt so diverse Hautunreinheiten einfach kaschieren konnte. Grund Nummer 7,
Bärte schützen vor Sonne. Jüngsten Forschungen der University of Queensland zufolge blockieren Bärte bis zu 95% der UV-Einstrahlung. Das spielt natürlich eine große Rolle, gerade bei der Vorbeugung von Hautkrebs. Grund Nummer 8, sich einen Bart wachsen zu lassen, ist, dass die Haut geschont wird und mit Feuchtigkeit versorgt wird. Ein Bart hilft nämlich dabei, die von der Haut produzierten Öle auf der Haut zu behalten. Und zudem muss man natürlich auch dran denken, dass, sofern man sich einen Bart wachsen lässt, dass die Rasur komplett wegfällt. Ja, man rasiert sich ja nicht mehr. Heißt, wenn man sich zuvor zum Beispiel immer nass rasiert hat, dann fällt diese weg. Das bedeutet, dass die Haut nicht mehr so viel beansprucht wird, denn bei einer Nassrasur wird die Haut tatsächlich sehr beansprucht. Und nach einer Rasur ist es auch so, dass die Haut viel Feuchtigkeit verliert. Aus dem Grund nutzen zum Beispiel auch die Barbiere bei einer Nassrasur immer so ein Shaving-Gel, damit die Haut nicht so krass austrocknet. Also eigentlich wurden jetzt schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn die Haut wird geschont und ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt. Und aufgrund der ganzen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, dass der Bart zum Beispiel die Haut vor UV-Strahlen schützt, die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und aufgrund, weil man sich halt nicht mehr so oft rasiert, die Haut auch nicht mehr so strapaziert wird und geschont wird, hat das natürlich einen großen Einfluss auf den Alterungsprozess deiner Haut. Sprich, der Alterungsprozess deiner Haut wird wesentlich verlangsamt. Heißt, ich lasse mir jetzt einen Bart wachsen, also ich lasse ihn so, wie er ist, ja, lasse mir den Bart stehen und mit 85 rasiere ich meinen Bart dann irgendwann mal ab und dann sehe ich aus wie so ein richtig knackiger 19-jähriger Bubi. Na, bist du auch was. Und Leute, jetzt kommt meine ganz eigene Theorie und zwar, wenn du deinen Bart streichelst, ja, das regt deine grauen Zellen da oben an und erhöht das Denkvermögen. Wenn du vor dem Video noch unsicher warst, ob du dir ein Bart wachsen lassen sollst oder nicht, hast du jetzt auf jeden Fall genügend Gründe, dir deine Gesichtshaare stehen zu lassen und dir einen richtig schönen Bart wachsen zu lassen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg.